So, und herzlich willkommen zurück zu Sommer in Mara. Ich habe ein bisschen was gemacht. Offscreen, aber nicht so viel. Ich habe mein Feld abgebaut. Und habe Dingsbums. Hab ein bisschen Holz gehackt und allem drum und dran. Ja, hab mich um die Tiere ein bisschen gekümmert, etc. etc. So was halt so ansteht. So, den Wald hier habe ich ein bisschen dezimiert. Den werde ich auch später dann nachpflanzen, aber aktuell haben wir eigentlich genug Holz. Muss gucken, wie viele Pinienkerne ich noch habe. Ja, 19, das passt locker. Kokosnuss. Und die Banane wächst. Das ist super. Gut. Ich habe ja eben ein bisschen Dingsbums gemacht. Ein wenig Zeug. Das bedeutet, ja, Baumwolle, Fäden, Seile. Wir können jetzt die Mine bauen. Hier. Und dann treten wir mal ein. Jawohl. Wow, das ist wirklich fantastisch. Vielen Dank. Vielen Dank, Mara. Ich werde jeden Stein aus dieser Höhle mit Respekt behandeln. Oh, super. Neues Bauelement. Ich habe nicht gewusst, dass es auf meiner... Dass es das auf meiner Insel gibt. Hier gibt es viele Mineralien. Oh, das ist ja cool. So, ich muss natürlich gucken, dass ich nicht zu viel abbaue. Ich muss irgendwas mit den Steinen machen. Weil Steine habe ich jetzt mehr als genug. Fass mit Schießpulver, Feuerwerk. Ah, da können wir die Mine weiterbauen. Ich verstehe. Silber? Ja, ich denke mal, das bringt jetzt auch nichts, wenn ich hier alles abernte. Ich werde jetzt mal gucken, dass ich vielleicht etwas mit den Dingsbums mache. Mit den Steinen. Dass ich die vielleicht verarbeite oder so. Das wäre super. Das Spiel ist einfach toll. Da kannst du sagen, was du möchtest. Es ist einfach herrlich. So, das läuft. Der Koa geht's auch gut. Ja, komm, trinken wir nochmal einen Brombeersaft. Oh, lecker. Wir haben ja eine gepflanzt. Von daher können wir auch mal eine probieren. So, Bretter, nein. Könnten wir eigentlich mal alle machen. So, Silberbarren könnten wir eigentlich auch mal alle benutzen. Jetzt will ich mal gucken, was wir aus Stein machen können. Lehmziegel. Eigentlich nicht schlecht. Ich kann nur 20 auf einmal machen. Na gut. Macht nichts. Faden, Harz und Holz. Oh ja. Das probiere ich mal. Dann haben wir viel besseren Stein und Lehm. Großer Blumentopf. Warum eigentlich nicht? Ich weiß gar nicht, wie viel Harz wir haben. Aber ich denke mal, wenn ich jetzt mal anfange und mal ein paar Sachen einfach crafte. Ah, Papierboot. Wie viel Papier habe ich eigentlich? 20. Dann mache ich nämlich mal die Hälfte von.
Na, ja, zwei machen wir noch. Wunderbar. So, was haben wir denn hier? Modellboot. Haben wir aber eigentlich. Sonnenblumen haben wir einige gefunden. Dann mache ich mal noch mal Pflanzenöl. Eimer haben wir eigentlich. Ich brauche keinen Eimer. Eimer brauchen wir eigentlich nicht. Was können wir denn hier? Werkzeuge können wir nichts machen. Haben wir schon alles gemacht. Wunderbar. Oh, lecker. Orangeneisenstiel. So, wunderbar. Dann noch ein paar. Oh, noch ein Orangensaft. Noch ein Brombeersaft. Und natürlich Bratkartoffeln. Von denen haben wir ja auch so viel. Wunderbar, passt. Läuft alles sehr gut. So, die Mine haben wir gebaut. Das ist super. Ernte die Pflanzen. Okay, sprich mit Aquila, mach weiter mit Koa. Entzünde ein Feuer auf Koas Insel. Verstehe ich immer noch nicht. Die Aufgabe. Vielleicht ist die fehlerhaft. Mayo, bereite Kalas Lieblingsfisch zu mit Koas eigener Note. Ich will mal gucken, was brauche ich denn für den Lieblingsfisch? Ananas und Reis. Okay, Reis kann ich besorgen. Ananas weiß ich nicht, wo ich das herkriege. Okay, fange ein paar Fische für Mayo. Das bedeutet, wir brauchen Zander. Sprüche mit Lizio, klar, natürlich, das wissen wir ja schon. Mr. Was, wir bringen den Stempel zur Edigan. Und dann kann ich auch mal anstatt ein bisschen was verkaufen. Die Koa braucht unbedingt wieder ein bisschen Money. Ich dachte erst, so knapp 3000 ist eine Menge, aber ich muss ganz ehrlich sagen, so viel ist das gar nicht. Ich werde kein Saatgut kaufen, ich werde die Insel einfach nur abgrasen. Erstmal. Ja. Könnten natürlich auch noch Zander und so ein Kram fangen. Das bedeutet, wir müssten eigentlich fischen. So, erstmal den Kram wieder verwerten. So wie sich das gehört. Müll kommt in den Mülleimer. Wunderbar. Jetzt können wir hier nämlich das auch aufmachen. Oh ja, super. Und Dünger. Und nochmal Dünger. Und Saatgut. Das ist super. Also finde ich echt nicht schlecht. Vor allem auch, dass es hier keinen stört. Ist okay. Das ist super. Ich muss noch gucken, was ich mit der Zwiebel mache. So, Mädels, was habt ihr denn? Hallo, werte Marktdame. Du hast kein Ananas, ne? Okay. Nehme ich mal Zucker. Saatgut. Ich weiß, ich habe gesagt, ich wollte kein Saatgut kaufen. Ich habe mich jetzt umentschieden. Dann kann ich in der nächsten Runde einfach mal Sommer und Mara vielleicht mal im Stream oder so auf Twitch. So, was kann ich dir denn verkaufen? Davon kannst du ruhig 10 Stück haben. Einen Salat habe ich nicht so viele. Äpfel kannst du ruhig auch 10 Stück haben, aber mehr nicht. Das andere ist für die Hundis. Karotten, das ist okay, Kirschen auch. Davon kannst du ruhig 20 haben. Mais ist für die Tiere. Sonnenblume eigentlich auch ungern. Was willst du denn sonst noch haben? Nichts, okay. So, ich möchte nicht so viele Äpfel verkaufen. Blumentopf-Sockel. Ah, den kaufe ich mal. Ich weiß nicht warum. Batterien kaufe ich auch mal.
Boah, die hat mich arm gemacht. Die hat mich richtig arm gemacht gerade. Schwimmer, Metallrohr, Schrauben. Ich habe nicht so viel zu verkaufen. Ich habe doch vielleicht weniger als gedacht. Ah, Sardine. Vielleicht kann ich... Warte mal. Okay, ich brauche zweimal Wels und zweimal Zander. Zander, bringe Kalebs Lieblingsfisch. Eine Sardine. Okay, du kannst einen Wels haben. Und ich hole mir eine Sardine. Das war okay. Ich mal gucken, was ich dem noch so aus dem Kreuz leiern kann. Oh ja, Pfannkuchen, die nimmt er gerne. Das kann er haben. Spiegelei kann er haben. Wunderbar. So. Noho. Okay, dann gehe ich jetzt mal schnell zu Noho. Vielleicht ist der ja noch unten am Hafen. So, jawohl, Glühwürmchen. Nicht sehr groß, aber sie sollte ausreichen. Ich werde daraus eine leckere Mahlzeit zubereiten. Kalef liebt gebackene Sardinen. Hier hast du noch mehr Köder. Es sind sogar ein paar verschiedene Arten. Wusstest du, dass Garnelen einst riesige Geschöpfe waren? Man konnte auf ihnen reiten und blieb mit dem Kopf trotzdem immer über Wasser. Sie wurden in schrecklichen Kriegen eingesetzt. So wurde es mir jedenfalls erzählt. Aber die Wahrheit ist, dass ich immer nur ganz, ganz winzige gesehen habe. Es ist aber trotzdem wichtig, Garnelen gegenüber respektvoll zu sein. Okay. Und jetzt mach dich auf den Weg zu Saimi. Sie wartet schon auf dich. Sie hat angerufen und mich gebeten, dir dies zu sagen, falls ich dich sehen sollte. Du hast ein neues Rezept für ein Werkzeug. Super. Geh zum Leuchtturm zu Saimi. Wunderbar, mache ich. Beeil dich bitte. Okay, was kannst du denn? Ah, Pinienkerne. Oh, das Modellboot könnte ich dem natürlich verkaufen. Nee, Faden will ich dem nicht verkaufen. Ah, das ist ärgerlich. Ich könnte natürlich die Pflanzen verkaufen. Die Frage ist, wer will denn mir die Pflanzen direkt abkaufen? Jetzt erstmal im Boot schlafen. Ich muss ja kein Geld ausgeben. Weil aktuell stehen wir mit der Energie eigentlich sehr gut da. So. Wunderbar. Ja, läuft ganz gut. Ich bin nur pleite. Und das bedeutet eigentlich für mich, offscreen mal ein bisschen rumspielen und so Sachen wie Sachen anpflanzen, Zeug machen, verkaufen und so weiter und so fort. Hallo Hundi, ich habe was für dich, ein Äpfelchen. Ja, wer ist ein lieber Hund? Wunderbar. So, okay. Achso, die sind erst... Der macht erst um 10 auf. Bin noch gar nicht so weit. Ball! Nein, ich kann nicht mit dem Ball spielen. Och, das ist traurig. War hier nicht immer etwas? Komm vorbei, wenn du eins meiner Gerichte probieren willst. Brrr, alles klar, Bram. Ich muss nochmal einen Orangensaft trinken und noch einen Brombeersaft und dann geht es der Chor auch wieder gut. Der macht auch erst um 10 auf, ne? Okay. Das bedeutet für mich, ja, ich gehe jetzt mal zu Edegan, dann spreche ich mit Saimi und spreche nochmal mit Akila. Obwohl ich weiß nicht, ob ich mit der Saimi weitermachen will. Schon. Handeln, was willst du denn von mir? Ah, Orangensaft nimmt er natürlich, aber den will ich... Ich glaube, die Saimi nimmt die Blumen ganz gerne. Ich habe den Stempel dabei, endlich! Ich habe noch nie so viel für ein... noch nie so viel für so etwas Kleines bezahlt. Bis bald! Alles klar, Edegan. Hol nicht rum.
Ja, was können wir dann noch machen? Mit Aquila können wir sprechen. Ich mag den Aquila. Der ist gar nicht mal so übel. Der scheint doch recht nett zu sein. Im Vergleich zu Edegan, ich weiß nicht, ich mag den nicht. Er ist so ein bisschen... Könntest du bitte, könntest du für mich eine Insel südlich von hier besuchen? Es ist eine farbenfroh unbewohnte Insel mit einem Vulkan. Ich benötige ein seltenes Metall, das nur dort zu finden ist. Ist es ein magisches Metall? Nein, es ist nicht magisch, aber wertvoll. Ich denke drüber nach, eine Büste von mir anzufertigen. Als mein Vermächtnis, verstehst du? Was ist ein Vermächtnis? Etwas für die Zukunft, für zukünftige Generationen, damit man sich an mich erinnert. Warum ist das so wichtig? Vergiss es. Bring mir einfach etwas von dem Rohmetall. Okay. Brombeersaft. Oh, Silberbarren. Ja. Ah, vier kann er haben. Vier kann er haben. Super. Dann mache ich wieder ein bisschen Kohle. Ich weiß jetzt, was ich da zu tun habe. Gibt es hier wieder Blumen, die ich dem mopsen kann? Nein. Macht man natürlich nicht. Ist böse. Blumen bei fremden Menschen einfach vom Garten wegnehmen. Nee, so Wildblumen kannst du natürlich, wenn auf einer großen Wiese Wildblumen zu fangen sind, das ist natürlich super, das ist kein Thema. Aber einfach so macht man das nicht. Vor allem nicht in Gärten. So, was haben wir hier? Ein bisschen Geld. So, Aufgaben können wir bei dir ja keine aktuell machen, aber wir können handeln. Lehm. Zahlt zu viel. Und Salat kannst du haben. Ja, weißt du was? Ich kann ihr 15 Lehm verkaufen. Warum eigentlich nicht? Ich habe 4x Rohgold. Verkaufen will ich das eigentlich nicht. Ich will jetzt erst nochmal mit Saimi sprechen. Mache ich doch. Ich habe gesagt, das wollte ich eigentlich nicht. Werde ich doch tun. Von daher... Du willst doch bestimmt Blumen und... Ah ja. Das kannst du haben, das Modellboot kannst du haben, das kann ich ja manuell bauen. Die Suppen kannst du alle haben, meine Eier kannst du auch alle haben. Also meine Hühnereier. Ringelblume, Jajas Blume kannst du alle haben. Das Modellboot behalte ich mal. Zucker, das bleibt hier. 4x Pfirsich. Ja, das passt eigentlich. Blaue Orchidee, Tulpe, die bezahlt nicht viel für den ganzen, für die ganzen anderen Blumen, ne? Das ist immer schwierig. Sandwich kannst du haben. Lehm. Das ist alles nicht so viel. Silber ist natürlich sehr viel wert. Aber Kürbispapier 1, 2, 3, 4, 5. Ich will von dem ganzen Kram nicht so viel verkaufen. Puh, ich hätte nicht gedacht, dass ich da dementsprechend... Koa, ich sende ein Funksignal aus, um Dunma zu kontaktieren. Wer ist Dunna? Sie war Mitglied in Hakus Trupp. Sie war unsere Mechanikerin. Als ich die Marine den Rücken... Als ich der Marine den Rücken kehrte, übernahm Dunna die Position des Kapitäns. Und heute hat sie mit mir Kontakt aufgenommen, per Funk. Aber ich konnte sie wegen dem Störgeräuschen kaum verstehen. Ich glaube, sie ist weit weg und mein altes Funkgerät hat nicht genügend Reichweite. Gibt es was ich tun kann? Vielleicht kann die Antenne verbessert werden. Sollte ich es zu Akachi bringen? Ein Versuch ist es wert. Sie wird wissen, was zu tun ist. Wunderbar. Na gut, Akachi, wo bist du denn?
Da unten. Ich weiß nicht. Das sieht schon ein bisschen komisch aus, das Ding hier. Na gut, von mir aus. So, Akachi. Was haben wir hier drin? Leim. Akachi, weißt du, wie man, was ein Funkgerät ist? Natürlich, aber es ist Jahre her, dass ich zuletzt eins gesehen habe. Es ist eine uralte Technologie. Ich habe eins. Wunderschön. Was möchtest du denn damit machen? Kannst du die Reichweite erhöhen? Ich sehe schon, die Antenne ist etwas beschädigt. Kann ich dir helfen? Ich werde etwas Kupfer brauchen und ein paar neue Batterien. Aber ich kenne nur einen Ort auf der Insel, an dem du welche kaufen kannst. Wo? Auf dem Markt. Ist gut, ich gehe welche kaufen. Die sind wirklich teuer. Die Marktfrauen ziehen jeden über den Tisch. So. Wie läuft's mit deiner Aufgabe? Warte mal. Gehe zu Pili, um Batterien zu kaufen. Ja, ich habe doch Batterien im Dingsbums. Oh Mann. Ah, Pili. Wie lange sind wir denn schon in der Aufnahme? Ja, 20 Minuten, das ist okay. Ich denke mal, so eine halbe Stunde kann man die Folgen hier von Sommer in Mara wirklich machen. Liegt einfach daran, dass mir das Spiel einfach so viel Spaß macht. Ich habe richtig Freude an dem Spiel. Das ist super. Finde ich wunderbar, dass der Entwickler mir das zukommen lassen. Und ja, es ist schön. Es macht mir einfach Spaß. Das Spiel ist schon. Ist toll. Also ist die knapp 20 Euro definitiv wert. Brauchst du etwas? Ein paar Batterien bitte. Noch etwas? Das ist alles, danke. Nicht so schnell. Stimmt etwas nicht? Du scheinst unser Produkt wirklich dringend zu brauchen. Das wird nicht billig. Ich habe genug Geld dabei. Wir wollen dein Geld nicht. Nein? Nein, wir wollen, dass du etwas für uns tust. Was denn? Wir haben gesehen, dass du dein Boot umgebaut hast. Nimm diese Kiste, fahr weit aufs Meer und wirf sie in den tiefsten Graben, den du finden kannst. Was ist in der Kiste? Haben wir dich gefragt, wofür du die Batterien brauchst? Nein? Na also. Okay, okay. Bring die Kiste zum Unterwassergraben, wirf sie hinein und komm danach wieder hierher zurück. Bis dahin haben wir deine Batterien. Ihr wollt doch nicht etwa eure Müll im Meer versenken. Sowas würden wir nie tun. Das ist alles ökologisch abbaubar. Ich bin da nicht so ganz sicher. Ich trau den Marktfrauen nicht wirklich. Die sind so, ich weiß nicht, die haben so was Hinterlistiges an sich. Ich meine, ich vertraue denen, wenn die sagen, da ist nichts, da ist alles was ökologisch Abbaubares drin, aber. Auf offene See und werf sie über Bord. Ja. Die Frage ist, wohin? Ich hoffe, dass ich damit Mara nicht verschmutze. Diese Frauen sind auf jeden Fall ein wenig unheimlich. Das stimmt. Da hast du vollkommen recht, Koa. Ich vertraue den Damen auch nicht. Und ich hoffe, dass wir uns da Mara jetzt auch nicht wirklich... dass sich da Mara nicht auf den Schlips getreten fühlt. Ich meine, wir hätten sie auch einfach in den Mülleimer schmeißen können. Mich würde schon gerne interessieren, was da drin war. Bestimmt nichts Gutes. Wenn die das im Meer versinken haben... wenn die das im Meer versinken wollten... Ich habe die Kiste entsorgt. Hier sind die Batterien. Vielen Dank. Ich habe nicht in die Kiste geschaut. Das hoffen wir. Ich gebe mein Wort. Wir glauben dir. Mach dir keine Sorgen. Wenn wir noch etwas von dir brauchen, lassen wir es dich wissen. Neues Rezept Metallaxt. Super. Das ist wunderschön. Das habe ich auch. Kann ich meine Axt auch verbessern? Das macht das Holzabbauen wesentlich angenehmer. Ich würde trotzdem gerne wissen, was in der Kiste gewesen ist. Das scheint mir ein bisschen zwielichtig gewesen zu sein. Auch wenn es ökologisch abbaubar sind. Vielleicht irgendwelche Schuldscheine oder sowas. Ich bin mir da nicht so sicher. Vielleicht organisches Material. Schlecht gewordene Sachen oder so. Aki, ich habe
alles dabei, was du für die Reparatur von Saemis Funkgerät brauchst. Toll, schau, ich habe das Funkgerät nachgebaut und modernisiert. Hier, es gehört dir. Vielleicht kannst du es bei dir zu Hause aufstellen oder so. So, schon fertig. Vielen Dank, Akagi. Ehrlich gesagt, hat mir das Spaß gemacht. Ich bekomme nicht oft die Möglichkeit, mich bei so einer technologischen Herausforderung zu beweisen. Ich sollte Saemi ihr Funkgerät zurückbringen. Und repariert das Funkgerät. Super. Das ist schön. Ich habe so das Gefühl, dass wir hier so eine zweite Jaja werden. Na gut. So, Saemi. Saemi, hier ist dein Funkgerät. Es hat jetzt eine größere Reichweite. Ich danke dir. War es teuer? Nein, keine Sorge. Und was machen wir jetzt? Schau, hier ist ein Funksignal von Duna. Es kommt von einer Insel südlich von hier. Ich weiß nicht, wie sie jetzt aussieht, nach allem, was passiert ist. Bitte, erinnerst du dich an die Blume, die du mir gegeben hast? Es wäre eine gute Idee, wenn du eine Blume wie sie mitnimmst. Gut, jetzt bist du bereit, in See zu stechen. Ach ja, ich habe einen Rucksack für dich angefertigt. Wie schön, vielen Dank. Nicht zu danken, Kind. Ozeanrucksack, oh wie cool. Süden und suche nach Dunas Insel. Habe ich das nicht schon? Ja, Rucksack. Wir haben viele Rucksäcke. Turtle-Rucksack, den normalen Rucksack, den Octo-Blockdo. Und hier natürlich den Ozean. Oh, der ist auch nicht schlecht. So ein kleiner Turnbeutel. So einen Turnbeutel hatte ich auch. Also nicht in den Farben, einen etwas anderen Turnbeutel, aber so einen ähnlichen. Warum nicht? So, so ein Beutelchen. Ah, muss ich mir auch mal wiederholen. So, was müssen wir jetzt machen? Okay. Sammle einige Brocken. Oh, wir haben echt viel zu tun. Mayo, Caleb, okay. Mache weiter mit Cola, springe mit Lithium über den verborgenen Schatz und fange ein paar Fische. Wir müssen gucken, wo wir Zander finden. Weil Angelschnüre habe ich ja jetzt genug. Von daher ist es eigentlich gar nicht so schlecht. Ich gehe jetzt mal ins Hotel. Im Hotel. Oh, ich dachte schon. Ich habe schon echt gedacht, ich würde im Hotel irgendwie stecken. Ich würde da im Fluss stecken bleiben und könnte da nicht mehr raus. Na gut. Was ist mit dir? So, warte mal. Okay. Zweimal Sander. Sprich mit Napopo für den nächsten Auftrag und mit Noho. Und frage Taka nach seinen berühmten Nudeln. Wir sind hier noch nicht fertig, Freunde. Wir sind hier noch nicht fertig. Taka, kannst du mir einen Teller Nudeln machen? Unmöglich. Warum? Mein Meister hat dieses Gericht immer angefertigt. Er hat mich dazu gezwungen, es auch zu kochen. Wo habe ich diese Geschichte schon mal gehört? Und du würdest für mich keine Ausnahme machen, der alten Zeiten wegen? Vielleicht, aber dann müsstest du mir Zutaten besorgen. Mein Meister hat seine Taverne jeden Abend geöffnet. Ein jeder konnte mit eigenen Zutaten vorbeikommen und mein Meister hat irgendwas aus ihnen daraus eine Mahlzeit zubereitet. Es kamen immer die seltsamsten Leute vorbei. Das klingt großartig. Ich bringe dir alles, was du brauchst. Mehl und Eier. Ja, super. Ich habe meine Eier alle an die Omi verkauft. Kommt vorbei. Dafür brauche ich Ananas. So. Na, Moon? Nicht langsam an. Sonnenbrand? Schicke Insel hast du hier. Super. Ja, ihr muss doch echt bei dieser ganzen Sonne mal langsam entweder braun werden oder einen dicken Sonnenbrand haben. So. Beeil dich bitte. Koa, ich habe eine kleine Aufgabe für dich. Sami hat mich angerufen. Sie braucht diese Produkte. Bitte bringen sie so schnell wie möglich zum Leuchtturm. Kein Problem, ich werde mich beeilen. Wunderbar. Das bedeutet Dunas Insel, Akechis Eltern, das
Feuer verstehe ich nicht. Dafür brauche ich Ananas. Zander. Napopo sprechen. Okay, wisst ihr was? Ich gehe jetzt doch nochmal im Boot. Ich gehe doch nochmal im Boot schlafen. Das macht an sich nichts. Wie lange sind wir schon? Oh, wir sind schon 30 Minuten. Jo, bis zum nächsten Part. Macht's gut, Leute.